Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass Sie heute dabei sind, weil heute werde ich über eins der für mich wichtigsten Themen überhaupt reden und ein Thema, das mich immer tief, tief berührt. Und das ist die Frage, wie geht Heilung wirklich? Wie löse ich mein Problem wirklich? Und habe ich selbst die Macht zur Heilung? Und ich sage Ihnen jetzt schon, ja, das haben Sie. Mein Name ist Eva-Maria Zurhorst und ich gehöre zu Deutschlands erfolgreichsten Paarcoaches. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Frauen, begleite sie dabei, sich selbst auf ihrem Weg zu ermächtigen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre weibliche Kraft vor allen Dingen zu kommen. Und über eine der größten Kräfte im Frausein, die aber auch allen Männern zur Verfügung steht, da möchte ich heute in diesem Video reden, über die Annahme, die vollkommene Annahme und Vergebung und damit die Heilung von einem Thema. Ja, so viele Menschen fragen mich, wie kann ich dieses Problem nur lösen? Wie kann ich diesen Schmerz nur loswerden? Wie kann ich meine Beziehung wirklich, wirklich heilen, obwohl da gerade so viel Schmerzliches geschieht? Meine Antwort: als allererstes und als allerwichtigstes müssen Sie es annehmen, das was ist. Sie müssen es wirklich akzeptieren, das was gerade ist. Und ich weiß, wie absolut schwierig das erscheint in einer Krisensituation, in einer ganz schmerzlichen Situation, in einer dramatischen Situation, wie zum Beispiel, dass ich gerade erfahren habe, dass mein Partner sich in jemand anderen verliebt hat. Wie ich gerade erfahren habe, dass mich jemand belogen und betrogen hat, dass ich etwas für mich sehr, sehr Wichtiges verloren habe. Dass etwas, was ich mir so sehr wünsche, nicht funktioniert. Dass meine Gesundheit nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Dass ich keine Kontrolle habe. Und auch wenn wir heute in einer Zeit leben, wo uns an jeder Ecke suggeriert wird, dass wir immer mehr die Kontrolle haben, so haben wir sie doch nicht. Und dazu muss man etwas Grundlegendes am Menschsein verstehen. Und wir Menschen, ich sage das ja wieder und wieder, wer meine Videos anschaut und wer meine Bücher liest und meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass ich immer wieder zwei Zahlen bemühe und das ist die 5 und die 95. Wir sind nur zu 5% uns unserer selbst bewusst. Also wenn ich hier ich sage, dann reden 5% von mir über 100% von mir. Und die anderen 95%, das ist mein Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein bestimmt über mein Leben, bestimmt über das, was ich jetzt hier erlebe. Und dann gibt es noch mein höheres Bewusstsein. Und das ist so etwas, das im normalen Alltagsleben den allerwenigsten bewusst ist, mit dem die allerwenigsten auch bewusst umgehen, das ganz leicht in so eine spirituelle Ecke irgendwie geschoben wird, aber wir alle sind verbunden mit einem höheren Bewusstsein. Und da fängt die Geschichte der Heilung auch an. Der Schmerz, die Verwundung, das alles ist in unserem Unterbewusstsein. In unserem Bewusstsein wollen wir ja ein schönes Leben, ein Leben in Verbindung, ein Leben mit Erfolg, ein Leben in Gesundheit leben. Jeder Mensch will das. Und trotzdem erleben wir Schmerz, Krankheit, Verletzungen, Krisen. Warum? Weil, und das ist auch etwas, das in unserem Alltagsbewusstsein immer noch so wenig verankert ist, weil wir auf einer unteren, unbewussten Ebene an diesen Schmerz, an diese Verletzung glauben. Weil es Teile von uns gibt, die gar nicht hier und jetzt mit dem, was wir wissen, was wir können, wer wir sind, verbunden sind. Die leben quasi in einer anderen Realität. Die haben, wenn man das so salopp sagt, ihren eigenen Film, der gerade läuft. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und mit unserem Bewusstsein sind diese Teile oft überhaupt nicht zu erreichen. Aber unser höheres Bewusstsein weiß um diese Teile. Und der Weg, der Zugang dazu ist, dass wir in eine tiefe Annahme kommen. Und wie geht das? Dass das kein theoretischer Prozess ist, dass Sie nicht ein Buch über Annahme oder Vergebung lesen müssen. Was Sie gerade in Ihrem Leben haben, das ist auf einer bestimmten Ebene, die Ihnen vielleicht überhaupt nicht zugänglich ist, Ihre Wahrheit.
wenn Sie sich vorstellen, dass ein Wesen in Ihnen lebt oder dass Sie ein Kind in sich tragen und dass dieses Wesen Schmerz erlebt, dass dieses Wesen nicht an Verbindung glaubt. Also wenn Sie zum Beispiel gerade eine massive Beziehungskrise haben, so wie ich die in meiner Ehe vor vielen, vielen Jahren so schmerzlich erlebt habe, wie ich es mir nie hätte träumen können. Mein Mann hatte eine Freundin und es sah so aus, als ob wir uns hätten scheiden lassen müssen. Ich habe da schon oft drüber geredet. Heute weiß ich, ich war damals in meinen unterbewussten Ebenen durch meine persönliche Lebensgeschichte, kannte ich überhaupt nicht eine Verbindung zu einem anderen Menschen, in der ich mich wirklich sicher und getragen fühle. Und so habe ich auf eine bestimmte Art und Weise mir das erschaffen. Aber Achtung, ich bin nicht schuld gewesen. Niemand ist schuld. Niemand erschafft sich etwas, was ihn schmerzt, sondern ich habe erlebt im Außen, was ich irgendwo tief im Inneren glaube, dass ich verlassen werde, dass meine Liebe nicht erwidert wird, dass meine Liebe nicht wertvoll ist und dass jemand anders wichtiger ist als ich. Und wenn Sie das heilen wollen, dass Ihnen das gerade geschieht, dann müssen Sie es total annehmen. Aber annehmen heißt nicht, sich selbst beschuldigen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich denke sowas, ich kreiere sowas Schreckliches in meinem Leben. Nein, das wäre das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, sondern Sie schenken sich volle Liebe in diesen Schmerz hinein und Sie nehmen aber diesen Schmerz wahr. Sie fangen nicht an zu kämpfen, nicht an zu verurteilen, nicht an zu randalieren und vor allen Dingen nicht an, es weghaben zu wollen. Egal ob körperlicher Schmerz, ob emotionaler Schmerz, ob eine Kündigung, eine Trennung, eine Scheidung, ein Verlust durch Tod, Dinge, die Sie nicht kontrollieren können, brauchen ein volles Ja und das tut weh. Das müssen Sie wissen, da ist ein Schmerz drin. Und wenn Sie diesen Schmerz wirklich annehmen, wenn Sie sich da hineingeben und merken so, oh, es zerreißt Sie, wenn Sie da nur rangehen, haben Sie das Gefühl, Sie werden verrückt. Aber wenn Sie durchatmen und sich öffnen, dann verwandelt sich etwas. Und wenn Sie es dann schaffen, den nächsten Schritt auch noch zu tun und zu vergeben und zu wissen, dass dieser Mensch, von dem Sie sich wünschen, zum Beispiel in einer schwierigen Beziehungssituation, dass er liebevoller, dass er wahrhaftiger, dass er ehrlicher, dass er mutiger mit Ihnen umgeht, dass er zu Ihnen voll und ganz steht, dieser Mensch genauso verletzt ist wie Sie und dass dieser Mensch Ihnen in der Tat gerade nichts geben kann. Aber nicht, weil er es nicht will oder weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er selbst nicht mehr Liebe gerade in sich kennt. Genauso wenig wie Sie. Sie sind beide gerade in großem inneren Mangel. Und wenn Sie von diesem Menschen loslassen in Liebe, wenn Sie akzeptieren, du kannst nicht mehr. Das ist das, was gerade mit dir geht und in dir geht. Und das heißt nicht, dass Sie diesen Menschen toll finden oder entschuldigen müssen, sondern nur, dass Sie sich ein Stück weit von einer Abhängigkeit befreien. Von der Abhängigkeit, dass irgendjemand anders oder eine Situation Ihnen etwas geben könnte. Es kann kein Mensch und keine Situation in Wahrheit, auch wenn wir gerne solche romantischen Vorstellungen haben. Und wenn Sie vielleicht jetzt in diesem Moment einmal mit mir die Augen schließen, und einen tiefen Atemzug sich erlauben und innerlich Ja sagen zu dem, was gerade ist, auch wenn es weh tut. Auch wenn Sie nicht perfekt sind, auch wenn Sie nicht das erleben, was Sie sich so sehr wünschen. Auch wenn Sie gerade scheinbar überhaupt keine Kontrolle haben. Sie sagen Ja. Sie nehmen sich an und irgendwo in Ihnen ist gerade vielleicht ein Schmerz, ein emotionaler Schmerz, ein körperlicher Schmerz.
Und sie atmen genau dahin, sie gehen nicht mehr länger weg. Sie versuchen nicht zu fliehen. Sie versuchen nicht zu verurteilen oder zu verdrängen oder zu analysieren oder zu verstehen. Sie suchen nicht nach Ursachen, nicht nach der Wurzel, nicht nach dem Anfang, nicht nach der Vergangenheit. Sie sitzen mit mir hier und jetzt und sagen ja. Und geben sich selbst ihr eigenes Mitgefühl. Und sie vergeben sich. Das heißt nicht, dass sie irgendetwas entschuldigen, irgendetwas machen, irgendetwas rechtfertigen. Sie akzeptieren einfach nur, dass das jetzt so ist und lassen es so, wie es ist. Sie akzeptieren, dass das in diesem Moment die Wahrheit ist. Und dass es da ist, aus einem Grund, den sie nicht kennen, aber dass es jetzt in diesem Moment zu ihnen gehört. Sie sagen ja. Und wenn sie wirklich ja sagen und es annehmen, dann können sie um Heilung bitten. Eine Ebene jenseits von ihnen. Eine Ebene, die sie nicht machen müssen und auch nicht machen können. Sie stellen sich dem Schmerz. Sie lassen sozusagen Licht auf diesen Schmerz leuchten und übergeben diesen Schmerz einer Instanz jenseits von ihnen. Diesem höheren Bewusstsein, dem Feld. Und bitten um Heilung. Und dann lassen sie los. Und lassen Heilung geschehen, kümmern sich jetzt nicht mehr drum. Lassen zu, dass Heilung geschieht. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist am Ende. Bei allen Praktiken, die es gibt, bei allen Techniken, bei allen Büchern, bei allen Seminaren, der ultimative Weg der Heilung. Sie stellen sich dem Schmerz, sie öffnen sich für diesen Schmerz, für diese Blockade, dafür, dass sie es nicht kontrollieren, bestimmen und verändern können. Sie nehmen es an und sie übergeben es der Heilung. Und ich arbeite über 20 Jahre mit Menschen und ich kann Ihnen sagen, darin liegt Wandel. Ich habe das schon oft erlebt. Wenn Sie wirklich kapitulieren, dann kommt die Heilung, dann kommt das Wunder. Und wenn Sie vielleicht alleine jetzt denken, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht wie, ich glaube, ich bin so verzweifelt oder so wütend oder so verletzt, ich komme da nicht raus, dann möchte ich Sie einladen zu meinem Programm, zu meinem Live- und Online-Programm Zeit für Wandel. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar und berührt für dieses Programm. Ich habe das zusammen mit unserer Mitarbeiterin Anja Matschkus entwickelt und es startet jetzt am 17. Dezember und es geht bis zum 31. Januar und unsere Idee war, dass wir Sie in einer tiefen, heiligen Tradition begleiten, nämlich durch die Zeit der Rauhnächte. Die beginnen am 24. Dezember und dauern bis zum 6. Januar. Und das ist eine heilige und heilsame Zeit, schon in, über viele, viele Jahrhunderte in vielen Traditionen weiß man um diese heilige Zeit. Die 12 Tage, die 12 kommenden Monate des neuen Jahres symbolisieren und an jedem Tag gibt es einen traditionelles Ritual, eine Kraft, die diesen Tag bestimmt. Und wir werden an jedem dieser Tage mit Ihnen eine kleine Übung, eine kleine Meditation, einen kleinen Impuls teilen. Aber wir werden vor allen Dingen ab dem 27., da geht's los mit einem Webinar. In 3 Webinaren Sie begleiten, Live-Coachings mit Ihnen machen. Ich werde Ihnen zeigen, wie Wandel in meinem persönlichen Leben ging und wie ich Wandel mit Menschen begleite, die zu mir kommen. Und das sind über die Jahre viele Tausend schon gewesen.
Sie bekommen Übungen, sie bekommen Meditation, die innere Arbeit, die zeige ich Ihnen, weil das ist die wirkliche Kraft, die für Heilung sorgt. Nichts da draußen, sondern alles da drin bei Ihnen. Also, ich kann Sie nur einladen, von ganzem Herzen, seien Sie dabei. Wir sind schon eine große, große Gruppe von Hunderten von Frauen. Und diese Kraft der Gruppe, die darf man überhaupt nicht unterschätzen. Alleine für Heilung zu sorgen, ist schon ein, wenn Sie wirklich in die Annahme gehen, ein kraftvolles Instrument. Aber wenn Sie in einer Gruppe, in der alle Ja zur Heilung sagen und in der alle offen und ehrlich ihr's hergeben, ihren Schmerz, dann erhebt das für alle den Heilungsprozess. Und deswegen lade ich Sie ein, seien Sie dabei. 17. Dezember geht's los. Hier unten in den Shownotes finden Sie die Möglichkeiten zum Anmelden und ich freue mich, wenn ich Sie wieder treffe bei Zeit für Wandel. Und bis dahin nehmen Sie an, was ist und übergeben Sie es einer größeren Kraft. Danke.